Dorfmann-TV irgendwie noch ein bisschen zu Hause, denn hier sind wir zu Hause, wie man ja sehen kann. Aber jetzt geht's los in Richtung Golfplatz Wilkendorf zum ersten Generali Presseball Berlin Golf Cup. Aber vorher holen wir uns noch unseren Firmenwagen ab, unseren X3 von BMW. Rilla und Schnauk wartet schon, der Herr Reiser. Und er hat mir versprochen, dass er mit mir auch ein Autorennen vor Ort veranstalten wird. Na, da bin ich aber gespannt. Also, rüber zu BMW, Rilla und Schnauk. Noch sind wir in Berlin und zwar in Lichterfelde bei BMW Rilla und Schnauk. Jetzt bekommen wir gleich unser Auto zum ersten Generali Presseball Berlin Golf Cup. Richtung Schloss Wilkendorf müssen wir fahren. Fahren wir gerne. Und natürlich zwischendurch machen wir auch noch einen kleinen Stopp im Hotel Villago. Richtig. Und vorher kriegen wir unseren BMW Presseball Berlin Generali Cup X3. Tag. Hallo, guten Sie. Tag. Geht's gut? Hervorragend, läuft ja. Alles? Ja, es wird Sommer. Das ist ja jetzt die Cabrio-Zeit, ne? Aber nicht nur Cabrio, sondern auch für die großen Fahrzeuge, die wir zum Beispiel brauchen als Fernsehteam. Was für ein Auto ist das genau? Das ist ein X3, 3,0 Diesel mit Automatikgetriebe. Das ist richtig, ja genau. Hört sich gut an. Sie haben mir versprochen, dass wir jetzt ein kleines Autorennen machen, oder? War das so, ne? Das hat er mir versprochen. Das würden Sie verlieren. Das kriegen wir raus. Okay, na das kann ja was werden hier. Ja. Das große Autorennen bei BMW Rilla und Schnauk beginnt jetzt. Auf die Plätze. Fertig. Los! Sie war ja ganz schön schnell, die Frau Schill, ne? Hier ist das Siegerfahrzeug, ja, ganz eindeutig, ja, Siegerfahrzeug. Wenn wir schon bei BMW Rilla und Schnauk sind, dann will ich natürlich wissen, was gibt's denn Neues? In Richtung Herbst kann man sagen, dass bei BMW zwei neue Modelle kommen. Das eine ist der X1, habe ihn im Original jetzt gerade gesehen. Fantastisches Auto, sehr gute Verkaufschancen in diesem kleinsten SUV-Segment. Und gleichzeitig wird rauskommen der 5er Gran Turismo, eine völlig neue Fahrzeugklasse, ein völlig neues Fahrzeugkonzept. Lassen Sie sich mal überraschen. Die Revanche kommt. Ich freue mich. Ich freue mich auf die Revanche. Und jetzt freuen wir uns nicht auf die Revanche, sondern auf unser schönes Auto, was wir gleich bekommen. Wir sind in Brandenburg angekommen und zwar in Eggersdorf bei Strausberg, Landhaus Villago, unsere Zwischenstation. Ne? Ich finde, das sieht traumhaft aus. Es ist wirklich wie so ein kleines Schlösschen, ja, also ganz, ganz süß. Hier werden wir eine Nacht bleiben und dann geht's weiter rüber zum Golfplatz Wilkendorf. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie es drin aussieht. Jawohl. Beim Landhaus Villago angekommen, stehe ich jetzt neben Jana Melchert. Und was ist denn das Besondere am Landhaus Villago? Also als allererstes denke ich, ist es erstmal unsere unkonventionelle Innenarchitektur. Spiegelt sich halt einfach wieder durch einen ganz mediterranen Farbmix, durch die Verwendung von ganz viel Naturmaterialien. Jede Jahreszeit, glaube ich, hat so ihren Charme bei uns, ne? Also gemütliches Lagerfeuer, abgerundet natürlich durch die traumhafte Lage hier im Grün direkt am Böttsee und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten, also dass man einfach im Garten entspannen kann. Golf natürlich schon im Sommer, im Winter dann auch viele Seminare, Tagungen und durch unsere Küche ist das Restaurant natürlich auch ganzjährig gut frequentiert, vor allen Dingen zu den Feiertagen. Generali Presseball Berlin Golf Cup, der erste. Und wir sind jetzt da, Schloss Wilkendorf, dieser wunderbare Golfpark mit mehreren Plätzen. Es gibt den ganz schweren, den Sandy-Lall-Platz und es gibt natürlich auch einen für Anfänger. Da werden wir gleich sein und werden mal versuchen, Golf zu spielen. Ne? Genau, wir schnuppern sozusagen.
schon einige unserer Mitspieler entdeckt und die werde ich jetzt mal fragen, wie sie sich den Tag so vorstellen. Erstmal freue ich mich, euch beiden zu sehen und eine schöne Gesellschaft. Und ich finde, das ist ganz toll, dass ihr ausrichtet ein Golfturnier. Das bringt die Leute zusammen und verbindet. So, Vanessa Feige, sie ist nicht nur besonders gut in der Schule, sondern du sollst auch ein ganz tolles Handicap haben. Mhm. Das ist wie hoch? 15,3. Ich habe leider nie die Zeit gehabt, viel zu praktizieren. Wie ist es denn eigentlich, wenn man mit der Mutter auf den Golfplatz geht? Hat man dann besonderen Druck? Muss man dann besonders gut sein? Nee. Bei so einer Mutter wie Manja Feige? Eigentlich weniger, weil sie weiß, dass, also wir spielen eigentlich mehr so aus Spaß. Im Golfen habe ich nichts zu melden, diesmal überlegen. Da bin ich ganz ruhig. Einfach nur drei Worte zum heutigen Tag? Na, ich hoffe, er wird so genauso prima, wie der Presseball prima geworden ist. Das ist der Sport für mich, um A, abzuschalten und B, auch zu merken, ob ich abgeschaltet habe. Heute von diesem Tag einen schönen Tag, bei schönem Wetter, mit netten Leuten, nette Gespräche, ein bisschen Spaß zu haben und auch beim Golf einfach ein bisschen etwas Neues zu lernen und im Flight auch mal zu sehen, wie andere mit einem besseren Handicap besser spielen.